Delta Charlie Romeo, final runway 2. Delta Charlie Romeo, land 36 at your discretion, wind calm. Delta Charlie Romeo. Delta Charlie Romeo, full stop landing, confirm. Delta Charlie Romeo, affirm. Trento, oder im Deutschen auch Trient genannt, ist eine günstig liegende Destination für das Fliegen in Italien. Trento, Alpha Mike, India Mike, Mike, Alpha Mike, buongiorno. India Mike, Mike, Alpha Mike, Trento, buongiorno, avanti. Trento, India Alpha Mike, Helicopter Romeo 22, Parcheggio Interfly, Ungara e Ferrazza, Volo Scuola Locale, senza piano di volo, vuoi fare? Egal, ob du auf der Suche nach einem Ziel für die Alpeneinweisung, einem Tagesausflug oder einem Tankstopp auf dem Weg zurück nach Deutschland bist, Trento liegt auf dem Weg. Dieser Flughafen bietet nicht nur eine ideale Lage, sondern hat mit der Stadt auch sonst einiges zu bieten. In diesem Video nehmen wir dich mit auf eine Entdeckungsreise zum Flughafen Trento Mattarello, zeigen dir Anflugrouten, Meldepunkte und geben dir wertvolle Tipps für dein nächstes Flugabenteuer in den malerischen italienischen Alpen. Der Flughafen Trento Mattarello befindet sich in einem breiten Tal etwa 72 Kilometer bzw. 39 Meilen nördlich von Verona. Wenn du von Norden kommst, erreichst du ihn nach etwa 28 nautischen Meilen oder 17 Flugminuten von Bolzano aus. Die Landebahn von Trento Mattarello liegt auf einer Höhe von 610 Fuß über dem Meeresspiegel. Aufgrund der Tallage gibt es zwei Hauptanflugmöglichkeiten für den Flughafen Trento Mattarello, von Norden bzw. von Süden. Wenn ihr von Norden, von Bolzano aus anfliegt, fliegt ihr über die Meldepunkte Delta Tango November 1, Lavis und Delta Tango November 2, Trento. Zwischen diesen beiden Punkten befindet sich eine Flugverbotszone, eine Prohibited Zone, die leicht umflogen werden muss. Alternativ kann der Flughafen von Süden aus angeflogen werden, indem man dem Tal von Verona aus folgt und dabei den Punkt Delta Tango Sierra 1 Cagliano anfliegt. Es gibt auch eine weniger genutzte Anflugmöglichkeit. Wenn ihr einen Rundflug über den Dolomiten absolviert habt, bietet es sich an, von Osten kommend über den Punkt Delta Tango Echo 1 Lida Brenta einzufliegen. Hierbei solltet ihr beachten, dass der Flughafen durch die Berge erst recht spät sichtbar wird und damit die Funkverbindung auch recht spät möglich ist. Dies ist insbesondere wichtig, wenn viele Flieger in der Platzrunde unterwegs sind. Ihr dürft nur dann in die Platzrunde einfliegen, wenn ihr Funkkontakt mit dem Tower habt. Die asphaltierte Landebahn 1.8 bzw. 3.6 am Flughafen Trento Mattarello ist komfortable 1130 Meter lang und 30 Meter breit. Die Platzrunde für die Landebahn 3.6 befindet sich westlich des Flughafens in einer Höhe von 1400 Fuß bzw. 1500 Fuß über dem Meeresspiegel. Zur Höhe gibt es leider widersprüchliche Aussagen. Dabei fliegt man sehr nah an den Bergen, was eine beeindruckende Kulisse bietet. Achtet im Gegenanflug auf die Piste 3.6 auch auf die Seilbahn, die etwa in Höhe der Altstadt von Trento zu einer Bergstation verläuft. Als Orientierung, um in den Gegenanflug Base Pista 3.6 zu drehen, bietet sich der Ort Aldeno an. Dieser liegt etwa auf halbem Wege zwischen Sierra One und der Landebahn. Man fliegt die Piste im verlängerten Endanflug zunächst leicht schräg an, da ein Berg und ein Hügel im Weg sind. Dennoch reicht der Platz nach dem Überfliegen des Hügels gut aus, um einen entspannten Endanflug durchzuführen. Die Frequenz des Towers ist 119,650. Das Callsign lautet Trento Aerodrome Information oder kurz Trento Info. Es handelt sich um eine Radio Mandatory Zone, das heißt, man darf, wie bereits erwähnt, nur einfliegen, wenn man im Kontakt mit dem Tower ist. Insbesondere an den Wochenenden ist Trento Mattarello ein beliebter Anziehungspunkt für Segelflieger. Achtet also beim Endanflug aus Respekt den Segelfliegern gegenüber, nicht zu tief reinzusegeln.
Wie immer ist es eine gute Angewohnheit, alle Meldepunkte und die Position in der Platzrunde zu melden, um anderen Piloten und dem Tower die Möglichkeit zu geben, zu wissen, wo man sich gerade befindet. Der Flugplatz Trento ist auch ein Geheimtipp unter Piloten, weil man dort sehr günstig Platzrunden üben kann. Man bezahlt für die erste Landung pro Tag und kann dann den ganzen Tag fliegen und landen. Trento ist für mich nicht nur irgendein beliebiger Flugplatz, sondern ein Ort, der eine ganz besondere Bedeutung in meiner Fliegerkarriere hat. Im Jahr 2013 auf dem Rückweg von Elba machten wir hier eine Pause. In einer Pizzeria oberhalb des Flugplatzes sah ich die Flugzeuge starten und landen. In diesem Moment wusste ich, dass ich selbst Pilot werden möchte. 2016, nach meiner Ausbildung in Jesenwang und der Alpeneinweisung mit meinem Fluglehrer Josef, landeten wir hier erneut. Das war zugleich mein erster Auslandsflug und damit ein wichtiger Meilenstein für mich. Seitdem sind wir schon viele Male in Trento gelandet und haben auch regelmäßig Platzrunden geübt. Für mich ist Trento so etwas wie eine zweite fliegerische Heimat geworden. Die Tankmöglichkeiten am Flugplatz Trento Mattarello sind vielfältig und umfassen sämtliche Spritsorten, einschließlich Diesel. Um zu tanken, sagt am besten direkt nach dem Abrollen dem Tower Bescheid und rollt dann zur Tankstelle am südlichen Ende des Platzes. Mittlerweile funktionieren auch Kreditkarten problemlos für die Bezahlung am Tankautomaten. Die Nutzung von EC-Karten haben wir schon länger nicht mehr ausprobiert. Direkt am Platz gibt es ein Restaurant, das auch von Italienern gerne besucht wird. Außerdem gibt es nebenan ein Hotel, ideal für Übernachtungen, wenn man am nächsten Morgen früh starten möchte. Leider gibt es keine direkte Busverbindung in die Innenstadt von Trento. Das heißt, man muss sich ein Taxi aus der Stadt rufen und bezahlt wahrscheinlich die Anfahrt mit. Doch einmal in der Stadt angekommen, wird man von einer sehr lebendigen Stadt belohnt. Es gibt zahlreiche Sehenswürdigkeiten, die man besichtigen kann. Darunter zwei Castellos und einen sehr schönen Dom. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Flughafen Trento Mattarello in Norditalien nicht nur durch seine malerische Lage und vielfältigen Anflugmöglichkeiten besticht, sondern auch als Geheimtipp für Piloten gilt. Die breite Tallage bietet verschiedene Anflugrouten, darunter eine besonders spektakuläre von Osten über die Dolomiten. Neben der kostengünstigen Möglichkeit, den ganzen Tag Platzrunden zu üben, punktet Trento mit einer gut ausgestatteten Tankstelle und weiteren Annehmlichkeiten wie einem Restaurant und einem Hotel direkt am Platz. Für mich persönlich ist Trento zu einer zweiten fliegerischen Heimat geworden. Und die besondere Atmosphäre und die Erinnerungen an meinen ersten Auslandsflug machen diesen Flugplatz zu einem ganz besonderen Ort. Wenn ihr schon einmal zu diesem Flugplatz geflogen seid, schreibt doch einmal eure Erfahrungen in die Kommentare. Und wenn ihr Fragen zu Trento habt, beantworte ich diese auch gerne.